Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, ich hatte ja so Gedanken gehabt, also den Gedanken gefasst, die Tierklinik neu zu machen oder zu umzugestalten. Und diesen für mich selbst gesetzten Versprechen möchte ich natürlich treu und gerecht werden. Wir schauen uns erstmal die aktuelle Tierklinik an, ob wir sie einfach modifizieren oder ob wir uns Mühe geben und eine komplett neue bauen. Ich würde mal sagen, wir modifizieren sie. Wir werden dieses Grundstück übernehmen, weil ich sehe, dass hier auf diesem Grundstück noch tierisch viel... Gott, passt ja voll bei Tierartli. Dass hier noch tierisch viel Platz ist. Das heißt, wir werden den Ort an sich selber beibehalten. Was brauchen wir denn hier für Anforderungen? Chirurgenstation ist optional und Heilmittelherstellungsstation ist optional. Wäre aber auch da. Müllentsorgung ist 6 von 1. Tierpodest ist 1 von 1. Untersuchungstisch ist 2 von 1. Okay, das ist eigentlich soweit gut. Die Tierklinik ist auch soweit gut. Hier haben wir die Grundstückplan sowieso. Jetzt weiß ich gar nicht, wie hier die Personalien eingestellt werden. Was haben wir hier? Tierklinik konfigurieren. Tierarzt. Da haben wir die Tierärzte. Da haben wir diese etwas peinliche Klamotten. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das noch ein bisschen modifizieren. Okay. Jetzt geht's aber erstmal hier an die an die Geschichte hier, wie und was und so fort und so weiter. So, dafür machen wir erstmal mal Tag. Guten Morgen, Nachmittag. So. Ich werde erstmal das Gröbste alles wegmachen, was wir hier definitiv erstmal nicht brauchen. Die ganze Büsche und so weiter. Wir werden die ganze Deko wieder selber hinmachen müssen, aber ich mache erstmal die ganze Begrünung weg, damit wir das hier alles ein bisschen anpassen können, wie ich es gerne hätte. Und dann müssen wir halt schauen, ne? Ihr kennt das ja mittlerweile ganz gut von mir, dass ich auch vieles doch remodifizieren möchte. Und halt auch diese Klinik. Weil die Klinik ist ja so ganz niedlich und schnucklig. Muss man ja mal ganz ernsthaft zugeben. Schwierigkeit ist aber halt, sie ist nicht wirklich kameratauglich. Das heißt, wenn ich dann so mit der Kamera da drinnen herumdrehe, mache und tu, habe ich das Problem, dass ich halt sehr eingeschränkt in der Bewegung bin, in der Optik und so weiter. Hier haben wir tatsächlich den Mülleimer noch zu liegen. Den kann ich nicht einfach nur wegmachen, den Müll. Das ist ja mein Ding. Den kann ich so nicht einfach wegmachen. Das ist sehr interessant, aber na gut. Okay. So, die Hintertür gefällt mir gar nicht. Das kommt auch komplett weg. Der Boden, der ist erstmal so, wie er ist. So, da ist einmal das Ding. Das machen wir mal da hinten hin. Und das Ding da auch mal da hinten hin. Dann haben wir da alles zum Eingangsbereich. Ja. Warum das Ding hier so ist, wie es ist, weiß ich auch nicht. Das ist mehr Verschönerung. Ah, ich sehe schon warum. Oh Gott, das ist so unnötig gebaut, das Ding hier. Da seht ihr, das ist nur hohle Luft da oben. Kommt auch alles weg. Da kommt weg, das kommt weg. Dieses komische Ding kommt weg. Die Wand kommt da weg. Die Decke kommt da weg. Das ganze obere Ding kommt da weg. Danke sehr. So. Müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir natürlich hier keine Decke mehr oben. Und dadurch ist oben das Dach hier gestört dann. Das heißt, wir werden einmal hier ein Loch reinhauen. Und gucken mal, dass wir dann wieder das Loch zukriegen. Ne, wir müssen eine tiefer. Danke. Damit wir das Loch da mal zukriegen, zack, so, gucken wir mal. Oh, irgendwie will er das nicht machen. Ich habe so ein schlechtes Gefühl dabei.
haben wir da kein Dach, das ist doch so blöd. Wisst ihr was? Wir bauen das Ding komplett neu auf. Wir bauen das hier komplett neu auf. Was soll der Geiz? Pass auf, wir planieren das Ding mal hier. Der ganze Grundstück hier. Ja, wir wollen das planieren. Danke sehr, weg damit. Ja, wir planieren das Ding hier. So, jetzt kriegt er hier erstmal neutralen Boden. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Da kreist ihr, hier kriegst du ganz normal grün vor Neid drauf. Beziehungsweise, was ist das für ein Boden? Ich hätte wüsste, was die hier für einen Boden drauf geklatscht haben. Ja, wir machen erstmal so eine Grundbegrünung. Dann werden wir dann immer noch sehen. Ich glaube, das ist sogar der hier. Wir werden einfach verschiedene Grüntöne hier rüber sprühen und dann wird das hier irgendwann verschwinden. Und dann haben wir das ganz normal begrünt hier. So, das darf hier ein bisschen stärker das Material rauf. Dann ist das schon mal ganz schick hier. So. Gott. Ja, wenn du mal was machen willst, willst du das machen. Dann musst du echt damit abmühen hier teilweise. Was ist denn das für ein Grün hier? So, dann passen wir das auch hier mal so ein bisschen an. Mehrere Farblayer, die hier rüber wandern. Aber so nach und nach gehen diese alten Kanten hier weg und dann ist es schick. Ist halt ein bisschen Rumsprüherei. Wie sieht es denn da unten aus? Wir können ja mal dieses Grün hier noch ausprobieren. Dann sollten auch die Konturen hier alle langsam verschwinden. So, dann gehen die Konturen hier weg. Jetzt wird es langsam mit der Kontürlich immer weniger. So, kriegen wir doch eine unregelmäßig gleichmäßige Fläche hin. Unregelmäßig, weil ich sie nicht ganz einen Ton habe. Gleichmäßig ist halt, weil passt zusammen. So, jetzt haben wir es schwierig. So, das heißt, wir fangen mal mit dem Grundstück als solches an. So, hier haben wir eine Mauer. Das heißt, da können wir so und so. Da machen wir den Eingangsbereich. Das ist alles schön und gut. Das heißt, jetzt hier hin. Hinten machen wir doch einen kleinen Ausgangsbereich. Ihr wisst schon, was ich meine. Es wird ein schön groß, das Ding. So, wir brauchen das Ding ein bisschen höher. So, ganz hoch. Eher nicht, mittelhoch, ja, ganz hoch, mittelhoch. Wir machen das mal so. Dann müssen wir mal schauen. Wir werden ein bisschen nach hinten ziehen, das ist ein bisschen weit vorne. Und ich bin am überlegen, ob wir sie doch eher mittig reinsetzen. So, dann haben wir da 4 frei. Warte mal, hier sind 5 frei, das haut dann auch da nicht hin. Ich will es so ein bisschen symmetrisch haben. So, dann machen wir den noch mal ein bisschen nach hinten, bis so hin. Dann passt der schon ganz gut. Und den hier auch noch mal. So, passt. Sehr schön. Ah, läuft. Gut, dann brauche ich natürlich eine Eingangstür und so weiter und so fort. Wir werden mal gucken, was wir hier machen. Was haben wir denn für eine Fassade? Wollen wir eine Holzfassade? Was passt denn hier in die Gegend rein? Schau mal, was haben wir denn da? Da haben wir dieses geklinkerte. Das ist auch alles so Klinkerzeug. Da ist diese Dingsgeschichte. Da ist jetzt so. Ja, wir könnten hier so ein Klinkerzeug reinbringen oder so. Was haben wir denn da? Hier, sowas in der Art wäre doch irgendwo nice to have. So in der Farbe. Wie sieht's denn damit aus? Wäre schon fast eine Idee. Dann aber eher diesen Braunton. Genau. Das ist viel netter und freundlicher. Ja, ist viel netter und freundlicher. Okay. Dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir natürlich den Eingangsbereich. Da nehmen wir hier diese Türen. Es sollte eine leicht funktionelle sein. Sowas in der Art.
So, dann das schön freundlich hell der Eingangsbereich ist, machen wir natürlich auch die Fenster dann hoch. Fenster. Die müssten weit da unten sein. Das ist einmal der Wellness. Oder hier, es werde Licht. Das wären die hier. Das wäre die Höhe. Geht das Fenster nicht noch höher? Ein andere Niveauhöhe erforderlich. Warte, ich krieg ja kein großes Fenster rein. Das wäre noch ein bisschen größer. Was haben wir denn sonst noch für Fenster? Was ist denn damit? Genau, das wollte ich haben. So, dann haben wir hier diesen Eingangsbereich. Der wird schön hell gestaltet. Hier kommen ein paar Pflanzen vorne hin. Und hier in den Eingangsbereich da drinnen kommen direkterweise auch Pflanzen rein. Genau, so ein bisschen. So, das heißt, jetzt kommt die Zimmeraufteilung. Zimmeraufteilung ist immer die Hölle. So, hier kommt der Eingangsbereich. Das ist der Eingangsbereich. Hier hinten kommen die Räume, Behandlungsräume, OP-Tische, bla und sowieso hast du nicht gesehen. Das heißt, hier hinten geht dann so. Warte mal, eigentlich ist das Schwachsinn, wie ich das so mache. Wobei, nee, ist eigentlich richtig, wie ich das so mache. Du kommst hier rein, dann kannst du einmal so rumlaufen. Und dann hast du die einzelnen Räumlichkeiten. Warte mal, das ist mit einem Vierer Abstand. Das ist auch mit einem Vierer Abstand. Das ist alles super. Sehr schön. So, dann hast du das so drin. Dann kommt hier einmal der Mittelstrich. Sehr schön. Und dann hast du einmal so rum, dann hast du die vier Räume hier drin. Passt. Läuft. Dann brauchst du die Behandlungsräume, dann brauchst du den Tresen da vorne. Jetzt machen wir erstmal die Top-Down-Sicht. So, machen wir das blöde Gitter weg, obwohl die Gitter können wir nochmal hier brauchen. Dann gehen wir einmal hier rein, dann gehen wir mal auf die Beleuchtung. Oh, Beleuchtung. Da haben wir die Beleuchtung, die Deckenbeleuchtung. Dann kommen wir der Beamer, das ist der Photon in der Mitte. Der Beamer da schön mal erstmal in der Mitte gesetzt. Das werden wir nachher nochmal adjustieren, wie das schön heißt. Dann passt das hier einmal rein und dann da auch noch einmal rein. Dann ist das alles schick. Da ist 3 oben, da ist 3 da. Das also wird richtig nie. Warte mal, die Räume sind etwas größer, wie ich gerade sehe. Ich sehe auch gerade den Fehler. Da ist 5, da ist 4, da ist 4. Das heißt, den mal hier hin. Das ist der Raum nochmal größer. Ich habe es gesehen, ja, ich weiß es. Warte mal, eigentlich müssten wir den nochmal so ein bisschen höher, größer ziehen. Den hier nochmal größer machen, den da hinten nochmal nach hinten ziehen. Dann haben wir die Zimmer noch alle richtig. So, dann nochmal hier den hier und dann kommt der hier so rein und dann haben wir den. Passt. Schwierige Burde, aber manchmal ist es so. Jetzt muss man mal gucken, haben wir den jetzt hier richtig sauber gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mist, kommt schon wieder nicht hin. Wir können ja den hier nochmal in kleiner machen. Dann haben wir den aber auch hier. Wenig so blöd hier, oder was? Nochmal. Wobei, warte mal. Warum? Ich muss doch die Seite gar nicht so, dann haben wir da nochmal Grün. Ah, das ist schon, was ich meine, ja? Ich kann das auch ganz anders machen. Kann die hier so ziehen? Ich hab gerade noch eine geile Idee. Ja, eine geile Idee. Ich habe gerade noch eine geile Idee. Also manchmal schießen die Ideen mit mir so durch. So, machen wir die nochmal weg. Gott, warte mal, da müssen wir die auch nochmal wegmachen, weil sonst bringt mich das hier noch tierisch durcheinander. So, pass mal, dann müssen wir hier mal hier ran. Dann gehen wir hier auf Zimmerdingsgeschichte. So, von hier. So, hinten lassen wir frei. Okay,
Ja, so, große Idee. Dann brauchen wir eine Raumtool-Geschichte. So, das heißt, wir können ihn hier so machen, dass der so rein kann. So, dann machen wir da drei Räume raus. Oder zwei. Zwei große Behandlungsräume. Yes. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, einfach bis dahin. Ist gar nicht so einfach, bis zum Grundstück entsteht, liebe Leute. Das ist echt nicht einfach. 1, 2, 3, 4, haut hin. 1, 2, 3, 4, haut hin. So. Da kommt eine Tür nach hinten in den Gartenbereich. Ich weiß zwar noch nicht genau, wofür wir den brauchen, aber das wird schon irgendwo wichtig sein. Okay, das haben wir. Muss ich nochmal überlegen. Das passt. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall. So. Ein ganz wichtiger Raum für Herrchen und Frauchen. Ihr ahnt schon was? Ich auch. Nennt sich Toilette. So, damit die auch notfalls können, wenn sie wollen. Hier machen wir so einen Tresen in der Mitte mit Kaffeemaschine und so weiter. Sitzmöglichkeiten. Hier vorne auch nochmal Sitzmöglichkeiten. Damit die wartenden Herrchen und Frauchen natürlich dann auch mal hier und da ihre Geduld zeigen können. So, okay, passt. Jetzt schauen wir natürlich mal nach den Türen. Ich gucke mal, dass wir hier Türen technisch irgendwie so ein bisschen eine hellere Farbe reinkriegen. Grün. Wir können ja hier so ein grünes Motto machen. Dort einmal hier eine Tür rein, dann da eine Tür rein. Beziehungsweise da braucht eigentlich gar keine Tür sein. Das ist Schwachsinn. Pass mal auf. Wir machen die Tür nochmal weg. Da machen wir es einfach durchgängig. Da ist das durchgängig. Da brauchen wir ja keine Türen. Das ist der größte Mumpitz überhaupt. So, wir brauchen aber für dahinter eine Tür. Und da kopieren wir uns die hier. Und machen auch hinten so eine Glasfläche hin. Das heißt, die kopieren wir uns dann auch nochmal. Dass wir auch nochmal da einen schönen, sichtlichen Bereich machen. Das heißt, da hinten und da vorne haben wir so einen schönen, sichtlichen Bereich. Hier auf der Seite machen wir dann auch nochmal die Fenster. Jetzt haben wir sie sowieso hier. 1, 2, 3 und das Ganze auch nochmal hier. Was ist schon dabei? So, auch da haben wir die Fenster. Schön. Gut. Damit haben wir schon mal etwas für den Außenwirkungsbereich gemacht. So, da möchte ich natürlich auch gerne, dass das hier außen so ist. Machen wir das auch schnell mal zu. So, und damit haben wir schon mal die Außenwirkung. So sieht das Ganze schon aus. Nicht so grundverkehrt, kann man so nehmen. Gut, und damit der Grundstück steht, würde ich mal sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Wir sehen euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesundartig, lasst euch nicht ärgern. Und in dem Sinne, ciao, ciao und bye.